Ach, das ging ja schnell. Zwei Treibstoff, eine Drohne, 41 Scrap. Und dann bekommen wir noch von der Station, von dem Civilian Ship, 22 Scrap und eine Hüllmisse, eine Rakete. Was braucht die 2 Power? Die braucht auch 2 Power. Dann wechseln wir da gleich mal aus. Das haben wir auch eine Rakete. Genau. Schild. Jetzt haben wir ein Dreier-Schild. Da habe ich noch irgendwie Energie mit rein. Cool. 3 Schilde. 3. Aber auf den 4er wird es 180 kosten. 180. Das kann sich doch keiner leisten. Vor allem hätte ich gern lieber noch ein paar Crewmitglieder. Ah, Piratenschiff. Wir haben 3 Schilde, der hat 2. Ja, das sagt glaube ich alles. So, Hülllaser. Oh, da können wir schön drauf. Da ist kein System da. Und dich noch raus und weg mit dir. Oh, Waffen haben wir schon zerstört. Dann können wir ja mal auf die Schilde schießen. Dann schießen wir mal auf die Schilde. Oh, die haben wir auch schon angeschlagen. Was wollen wir uns geben? 2 Treibstoff, 4 Raketen, 21 Scrap. Oh, das ist lächerlich. Das ist ja gar nichts. Jetzt haben wir 1 Öl, 1 Rakete und 28 Scrap. Ach scheiße, hätte ich es doch gemacht. Oh, aber jetzt bekommen wir noch von der Station 2 Öl, 1 Drohne und 16 Scrap. Naja. Da ist der Exit. Aber wir haben ja noch ein wenig Zeit. Ein Rock Scout. Lächerlich. Lächerlich. Mit was für Gegnern wir uns hier rumschlagen müssen? Das sind doch keine Gegner. Da meint man ja, wir spielen auf Easy. Oh, wir spielen ja auf Easy, ist mir gerade eingefallen. Scheiße. Ach, holen wir noch eine Drohne raus. Was soll's, was soll's. Drei Treibstoff, eine Drohne und 23 Scrap. Nö. Vielleicht gewinnen wir ja im Lotto. Vielleicht haben wir jetzt einen Sechser. Und. Zwei Raketen, eine Drohne, 29 Scrap. Also ja. Fast dasselbe. Da haben wir einen Store, da haben wir auch einen Store. Dann fliegen wir noch dahin, dahin und dann zum Exit. Oh, Crewmitglieder. Oh, Menschen. Scott Kletzklin, Norwen Schulze, Elisabeth. Nehmen wir den Scott. Den Scotty. Scotty. Scotty ist immer gut. So, fix all. Scotty to Hotty. Scotty, Hotty. So, was nehmen wir da? Nehmen wir da noch was? Nö. Nö. Dazu bin ich zu geizig. So. Dich schicken wir mal zum Antrieb. Für die Ausweichchance. Da können wir eigentlich noch einen Punkt draufsetzen. Und, oder noch einen Punkt. Haben wir da noch genug Energie für die Drohne? Ja. Quatsch. Weg, weg, weg. Jumpen, jumpen. Da ist eine Assault-Drohne und eine Space Station. Ja, das wollen wir natürlich ausplündern. 3 Waffen hat er, der ist doch narrisch. Schieß doch auf die Waffen, du Drohne. Auf die Waffen. Genau. Zack und weg. 27 Scrap und eine Firebeam und 17 Scrap. Wieso bekomme ich immer eine Firebeam? Ich verstehe es nicht. Oh, dann kommen wir noch dahin und dann zum Exit. Das schafft man, glaube ich, noch. Also bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Aided Civilian Ship.
glaube, da können wir uns auch die Drohne sparen. Der hat leider kein systemfreies System, ist blöd. Dann mache ich mal so. Oh oh. Ich vergesse immer, den zu den Schilden zu moven. Das vergesse ich immer. Und jetzt tarnen das sich, als ob das was nützen würde. Der zögert es doch nur raus damit. Oh, der kann schießen, wenn er getarnt ist. Das ist natürlich blöd. Oh, und wir haben wieder voll verfehlt. Da, da, da. Nichts passiert. Kann ich ja meine Getränkestellen schon mal ausfüllen, wenn ich nichts zu tun habe. Was nämlich ein Kasten Orangenlimonade und ein Winterkasten mit Blutorange, ACE, Aprikose, Zitrone, Orange, Pfirsich, Limette und Mandarine gemischt. Oh, das sollte eigentlich passen. Was, kämpfen die immer noch? Oder nehme ich mal einen Johannisbeer-Zitrone-Kasten, obwohl. Oder Apfelholunder, ach ne, Holunderbeere schmeckt scheiße. 3 Öl, 2 Raketen, 17 Scrap. Und sie reparieren unseren Hüllschaden, zum Dank. Ja, toll. Hatten wir überhaupt Hüllenschaden? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ab zum Exit. Okay. So, was haben wir da? Transporter haben wir da. Wenn ich immer das anklicke, dann haut er ab. Avoidership. Ich glaube, das muss ich anklicken, dann können wir gegen den kämpfen. Genau. Da haben wir auch wieder eine Drohne raus. Weil der hat einen Raketenwerfer, das gefällt mir schon mal gar nicht. Und auf den Antrieb muss ich gehen. Oh, der greift ja schon den Antrieb von selber an, das ist gut. Und der Antrieb ist weg. Aua. Zwei Treibstoff, eine Drohne, 20 Scrap. Kann ich schon mal überlegen. Ich glaube, verbesserte Türen, wenn wir angegriffen werden, wären ja auch nicht schlecht. Oder... Ach, ich weiß auch nicht. Ach, nehme ich erstmal die Türen, was soll's. Ich warte noch mal kurz, bis die Drohne da fertig ist. Oh, wir haben... Wo kommt der denn jetzt her? Also, keine Ahnung, wo die Leute immer herkommen. Echt, wo kommen die wohl her? Was hat der? Der hat mehr Erfahrung in den Schilden. Dann kommst du zu den Schilden, du bleibst beim Antrieb. Also, vielleicht haben die ja Kinder gezeugt, die Männer und der Kletzklin oder der Justin. Ah, das ist ihr Kind, ah, alles klar, der Justin Bieber. Next Sektor. Ein Piratensektor. Wir sind ja gut genug ausgerüstet, da hauen wir alles weg. So. Ich würde sagen. Da lang. Ah, Asteroiden. Aber wir haben ja 3 Schilde, von daher. Da können wir uns, glaube ich, auch die Drohne sparen. Ah, fast wäre der gewesen, fast. Ein Balken hat er noch. Einen, nicht zwei, nicht drei, einen. Ah, fast. Jawohl. Applaus! Was haben wir bekommen? 2 Treibstoff, eine Drohne, 34 Scrap und Defense-Drohne Mark 1 schon wieder. Die Frage ist, wofür bekommen wir mehr Geld? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
keine Ahnung. Jetzt müssen wir langsam einen Shop finden, dass wir das Zeug verkaufen können. Asteroidenfeld, den schauen wir uns natürlich an. Scheiße. Hat uns nichts gebracht. Oh, da ist ein Store, aber ich springe erstmal dahin und dann zum Store. Ah, wieder so eine Krankheit. Ja, dann schicken wir wieder mal den Engi. Zwei Öl, eine Drohne, 25 Scrap. Und dann können wir jetzt zum Shop gehen. Und die Personal Höhe Repair Drohne. Oh, die ist auch geil für den Endkampf. Weil wie ich Offscreen gespielt hatte, ihr wisst ja, da habe ich die Hüllrepair-Drohne im Endkampf gehabt und die wäre sehr, sehr praktisch. Deswegen nehme ich die mal mit, aber ich muss ja erst was verkaufen. Also für den Endkampf ist die Hüllrepair-Drohne echt geil. Echt geil. Mit der hält man dann echt lang durch. So, die hole ich. Cloaking Device. Das hatte ich gar nicht. Das hatte ich gar nicht mal, wie ich es durchgespielt habe. Da hat man, da kann man sich schon Energie für andere Sachen aufsparen. Crew Teleporter Sensoren. Ja, die können wir jetzt mal kaufen. Und ein paar Drohnen. Und ein Sprit. Raketen für einen Endkampf. Weil ich hamster jetzt schon mal in Raketen für einen Endkampf. Weil die sind so schnell weg, da kann man gar nicht gucken. Ein Rockfighter. Das ist lächerlich, was die uns entgegenwerfen. Das sind keine Gegner für uns. So, ich gehe mal AFK, der macht es schon. Oh no. Wo ist unsere Drohne? Die ist weg. Ach so, nicht genug Systempower, deswegen. Also der Kleine wird lang, wird ein wenig frech, oder? Ah ja. FTL wohl die anwerfen. Naja, zu spät. Drei Treibstoff, eine Drohne und 32 Scrap. Mr. Scraps. Ah ja, wieder ein Schiffchen, das wir weghauen müssen. Wieso wollen die alle sterben? Wieso greifen die uns an? Wir sind noch unbesiegt. Oh, die haben zwei so Disabler. Zwei Stück. Oh, verfehlt zum Glück. Ein Bombe, wollt ihr uns schenken? 20 Scrap, eine Rakete, 3 Öl? Nö. Eine Rakete, eine Drohne, 29 Scrap. Scheiße, hätte ich es doch gemacht. Naja. Oh, da oben ist noch ein Store, da schauen wir mal hin. An die Personal Drohne, an die Ship Drohne. Nö. Nö. Cloaking Device können wir eh nicht kaufen. Ah ja, genau. Raketen wollte ich kaufen. Die wollen sich verpießen für 3 Treibstoff, 2 Raketen, 20 Scrap. Okay, diesmal mach ich's. Weil ich habe schon wieder so das Gefühl, dass wir dann sonst wieder weniger bekommen. So wie die letzten Male.
Da kann man Raketen verkaufen, ne? Was haben wir da? Ein Mendescout. Oh, wir sind gerade auf Pause. Hoch. Also das ist echt mager, eine Öl, eine Rakete, 21 Skalp, ne. Da schieße ich euch lieber weg. So, da schießen wir mal und da sind sie dann weg. Ein Öl, eine Rakete, 47 Skalp. Ah, das ist schon besser. Das ist schon besser. Storage Cage brauchen wir nicht, aber... Den Scrap von dem Schiff hätte ich gern. Oh, der hat eine Drohne. Eine Drohne. Aber ich glaube, das schaffen wir auch ohne Drohne, oder? Na, es dauert nicht so lang. Oh, die Waffen sind kaputt von denen. Sie sind putty. Und das Schiff jetzt auch. 45 Scrap. Und dann haben wir noch von der Station 25 Scrap und eine System-Repair-Drohne. So, wo schauen wir hin? Wir wär's mit der Zoldan Homeworld, oder? Zu Zoldan Homeworld? Oder wie wär's zu Zoldan Homeworld? Ja, fahren wir doch mal zu den Homeworlds vorbei. Vielleicht haben sie was für uns. Oh, da ist ein Store. Da schauen wir doch gleich mal vorbei. Dann können wir unser Crab verkaufen. Oh, Crewmitglieder, cool. System-Repair-Drohne, du kommst weg. Was haben wir da? Mendes. Provide power to operated system. Okay, der gibt uns einen Systempunkt an dem System, wo er steht. So funktioniert es auch bei den Drohnen. Ja. Oder ich stelle den... Stell den da mit rein. Moment, mal kurz testen. Okay, funktioniert. Da haben wir jetzt einen Energiepunkt mehr frei. Der Mendes, ja, wo ist denn der da? Ich stelle mal... Stell mal da ab. So. Weil die Anti-Personal-Drohne will ich im Endkampf... ja, abschalten, dann lieber die Defense-Drohne. Ja, da brauchen wir dann da mal 4, da brauchen wir da noch einen Punkt. Okay, geht sogar. Dann können wir dann im Endkampf die Anti-Ship-Drohne 2 und die Defense-Drohne anschalten. Ja. Jump. Mhm.
Ein unbewaffnetes Zollern-Transportschiff wird angegriffen. Sie rufen um Hilfe. Natürlich helfen wir denen. Okay, erstmal das grüne Schiff wegschießen. Jetzt ist es weg. Aua. Sag mal, was macht ihr mit euren scheiß Raketen? Schießt ihr auf mich? Dann schieße ich halt zurück. Oh, gleich sind sie weg. Und tschüss. Zwei Treibstoff, eine Rakete, 22 Squib. Und als Dank haben wir nichts bekommen. Kein Dankeschön. Naja. Das nächste Mal helfe ich nimmer. Lalala. Ich glaube, ich gehe erstmal mit allen auf die Waffen. Weil der hat einen ganz dicken Raketenwerfer, ganz dick.